Teil Nummer 12. 1000 Fragen an dich selbst. Frage Nummer 1. Gibt es Freundschaften auf den ersten Blick? Nein, gibt es gar nicht. Nie und nimmer. Frage Nummer 2. Gönnst du dir selbst regelmäßig eine Pause? Jein. Zeitweise aber nicht immer. Frage Nummer 13. Bist du jemals verliebt gewesen, ohne es zu wollen? War ich jemals verliebt, ohne dass ich sie gewollt habe? Ich glaube, einmal war das. Frage 4. Steckst du Menschen in Schubladen? Stecke ich gern Menschen in Schubladen? Habe ich früher gemacht, das muss ich zugeben. Heute versuche ich das zu verhindern, aber mir gelingt es nicht immer. 5. Welches Geräusch magst du? Welches Geräusch ich mag, das wäre, wenn es regnet. Frage Nummer 6. Wann warst du am glücklichsten? Wann war ich am glücklichsten? Als ich mein Kind das erste Mal sah, wie er auf die Welt kam. Ja. Frage Nummer 7. Mit wem bist du gerne zusammen? Mit wem bin ich gern zusammen? Mit meinem Sohn, wenn wir was zusammen unternehmen, mit mir alleine, ab und zu mal Freunde besuchen, beziehungsweise Bekannte, ja. Ja. 8. Willst du immer alles erklären? Nein. Darin bin ich saumäßig schlecht. Frage 9. Wann hast du zuletzt deine Angst überwunden? Da kann ich euch eigentlich jetzt nicht wirklich ein Beispiel nennen, weil was mir Angst macht oder wo ich eine Angst überwinden muss, wären jetzt zum Beispiel Spinnen oder sowas, aber nee, danke. Nummer 10. Was war deine größte Jugendsünde? Gar nichts. Was ich sagen müsste, dass das jetzt eine Sünde war, nee, gar nichts. Nummer 11. Was willst du einfach nicht einsehen? Was ich nicht einsehen will, dazu mache ich auch noch ein Real Talk Video. Ich will nicht einsehen, dass mein Kind keinen Hortplatz bekommen würde, weil ich arbeitslos bin. Würde ich jetzt sagen, ja. Aber, dass eine pensionierte Frau einen Hortplatz bekommt, das sehe ich nicht ein. Nee, das sehe ich überhaupt nicht ein, ja. Das sehe ich nicht ein. Aber mehr dazu erfahrt ihr im Real Talk. 12. Welche Anekdote? Nummer 12. Welche Anekdote über dich hörst du noch häufig?
eigentlich gar nichts mehr, würde ich sagen. Keine Ahnung, kann ich euch nicht beantworten. Frage Nummer 13. Welchen Tag in deinem Leben würdest du gern noch einmal erleben? Welchen Tag würde ich noch einmal erleben wollen? Welchen Tag würde ich noch einmal gerne erleben wollen? Als ich meinen Führerschein gemacht habe. Als ich ihn bestanden habe, sagen wir mal so. Ja, da bin ich noch Auto gefahren. 14. Hättest du lieber mehr Zeit oder mehr Geld? Hätte ich mehr Zeit oder hätte ich mehr Geld? Das ist jetzt wirklich eine gute Frage. Hätte ich mehr Zeit oder hätte ich mehr Geld? Geht auch beides? Nee, oder? Das war ja jetzt nicht die Frage. Mehr Zeit, würde ich jetzt einmal sagen. Ja, mehr Zeit. Frage 15. Würdest du gerne in die Zukunft schauen können? Nein. Nein, würde ich nicht, weil ich würde nicht wissen wollen, wann und wie ich sterben würde. Oder vielleicht doch, dass man sich darauf vorbereiten kann. Aber nee, will ich nicht. Ich will nicht wissen, was die Zukunft bringt. Nee, ich lebe im Hier und Jetzt. Frage Nummer 16. Kannst du gut deine Grenzen definieren? Ja, kann ich und das akzeptieren die meisten nicht. Frage Nummer 17. Bist du jemals in eine gefährliche Situation geraten? Gefährliche Situation bin ich da schon. Ich würde jetzt einmal sagen, jein. Meine Mutter und ich waren auf einem Praterfest. Ich hatte eine Schiene bei meinem Fuß, also konnte ich nur irgendwie humpeln. Und meine Mutter ist eigentlich immer so eine, die ihre Augen überall hat und wenn sie merkt, okay, da kommt Ärger, sind wir immer weitergegangen. Und an dem besagten Tag, wo wir halt dort waren, war ich diejenige, die, also ich habe meine Mutter bei der Hand genommen und habe sie weggezogen, weil dort zwei gerauft haben und dann ein Messer gezückt haben. Und ich bin dann abgebogen mit meiner Mutter. Ja. Würde ich jetzt mal sagen, in einer gefährlichen Situation. Ja. 18. Hast du einen Tick? Ja. Ich kratze mich da oder da. Das ist mein Tick. Keine Ahnung warum, aber es ist so. Frage 19. Ist Glück ein Ziel oder eine Momentaufnahme? Ist Glück ein Ziel oder eine... Ich würde jetzt einmal sagen, eine Momentaufnahme. Frage 20. Mit wem würdest du deine letzten Minuten verbringen wollen? Mit wem würde ich meine letzten Minuten verbringen wollen? Das ist eine gute Frage. Mit meinem Sohn, dass ich ihm noch Sachen sagen kann, die ich vielleicht so im Alltag oder generell nicht gesagt habe, wegen was auch immer. Ja, das war Teil 12. Wir sehen sich in Teil 13 wieder. Macht's gut, Baba. Tschüss.
Tschüss.